Wir machen heute einen Ruckzuck-Waffelteig, für den du weder Milch noch Butter brauchst. Hi, ich bin Lara von Einfach Backen und was wir statt Milch nehmen, das zeige ich dir jetzt. Im ersten Schritt vermische ich jetzt die trockenen Zutaten, also Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Salz in der Schüssel. Und dann kommt der Rest dazu, also das Öl, das Mineralwasser und die Eier. Die Kohlensäure im Mineralwasser ist übrigens die Geheimzutat, die wir statt Milch verwenden und die macht unseren Teig schön fluffig. Unser Teig darf jetzt noch mal ein paar Minuten ruhen und in der Zeit heizen wir das Waffeleisen vor. Sobald das Waffeleisen vorgeheizt ist, wird es einmal gefettet und dann einfach eine Schöpfkelle Teig in die Form geben. Alternativ gehen auch so 6 bis 7 Esslöffel, falls du keine Schöpfkelle zur Hand haben solltest. Und jetzt heißt es 3 bis 4 Minuten warten. Unsere Waffeln sind fertig. Ich habe sie noch mit etwas Puderzucker bestäubt. So schmecken sie mir nämlich am besten. Und da würde mich natürlich interessieren, wie schmecken dir Waffeln am besten? Auch mit Puderzucker, ganz pur, mit Zimt und Zucker. Vielleicht isst du sie auch gerne mit Apfelmus oder ich weiß es nicht. Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch gerne ein Like da. Und das Rezept zu diesen super leckeren Waffeln ohne Milch findest du wie immer als Link in der Infobox. Einfach auf mehr klicken, dann ploppt das auch schon auf. Das Rezept kannst du übrigens auch ohne Puderzucker super vorbacken und einfach noch mal ganz kurz im Ofen aufwärmen, dann schmecken die wie frisch. Viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch nicht abschalten. Wenn du bis hierher dran geblieben bist, dann hat dir wahrscheinlich gefallen, was du gesehen hast. Und dann kann ich dir jetzt unser Einfachbacken-Backbuch empfehlen mit den 150 Lieblingsrezepten. Den Link dazu findest du ganz einfach hier oben. Und natürlich nicht vergessen, abonnieren. Und wenn du gleich weiter gucken willst, findest du hier eine kleine Auswahl. Viel Spaß!